Ich möchte euch heute über Ingwer was erzählen. Ingwer ist sehr nützlich, sehr effektiv, sehr gesund. Ich selber nehme Ingwer seit circa gut eineinhalb Jahre und zwar jeden Tag Minimum so eine Größe. Und man muss selber schauen, was der eigene Körper in der Lage ist, wie viel man zu sich nehmen kann, ohne dass im Körper. Ohne dass man den Körper nicht schadet. Das heißt, wenn ihr vielleicht zu viel davon nehmt, Sodbrennen bekommt, dann solltet ihr definitiv weniger nehmen. Es gibt leider sehr wenige Studien über Naturheilkunde, über Gesundes, über Natur, was wir in der Natur bekommen haben. Dementsprechend bin ich eine Person, ich versuche, wenn ich krank bin oder ähnliches, weg von den Medikamenten, sondern mit natürlicher Sache mich heilen. Ich versuche aber auch, Abwehrkräfte aufzubauen. Das heißt, ich warte nicht, bis ich erst krank werde, dann gesunde Sachen nehme, dass ich die Bakterien und Co. bekämpfe, sondern ich baue vorher schon Abwehrkräfte in meinen Körper. Wenn es dann zu einem Zusammenbruch kommt durch eine Krankheit, dann sind die Abwehrkräfte da, was diese Krankheit bekämpft werden kann. Das heißt, die Krankheit kann viel schneller bekämpft werden, als wenn mein Körper das nicht hätte. Ich lese mal eben kurz, was so der Ingwer in sich hat und dann erzähle ich auch, wie ich das zu mir nehme. Und es gibt manche Ingwer, die sehr, sehr, sehr scharf sind, ganz besonders afrikanisch und chinesisch, habe ich auch schon gesehen. So, Ingwer enthält ätherische Öle und Gingeröl, das ihm seine Schärfe verleiht. Außerdem stecken in eine kleine Knolle verdauungsfördernde und Kreislauf anregende Stoffe wie Bohnenöl und Sinneöl. Unter anderem ist da drin Vitamin C, Eisen, Magnesium, Calcium, Entschuldigung, Phosphor und Natrium. Und Ingwer ist ein leckeres Heilmittel, für manche lecker, für manche scharf. Es gibt viele, die Ingwer unbedingt in Tee reintun, vielleicht pro Tag so ein Stück, aber ich nehme pro Tag wirklich so ein Stück. Und in Afrika erzählt man, wer heiraten möchte, sollte Ingwer essen. Also schaut, wie kräftig, wie effektiv das ist. Und ich benutze jeden Tag, wo ich zum Training gehe, im Minimum so ein Stück vom Training. Das gibt Energie und Power. Ich esse das auch gerne auf nüchternen Magen, weil es tötet sehr viele Bakterien, sehr viele Parasiten. Ingwer hilft auch bei Schwindelanfällen. Es ist gut für die Verdauung von dem Magen. Ingwer ist extrem gut für Schmerzen. Das heißt, wenn man viel Sport macht und seinen Körper schnell regenerieren möchte, sollte man Ingwer essen. Ingwer ist unter anderem in sehr viele Pulver oder ähnliches, was wir zur Regeneration von unserem Körper nehmen, ist dafür enthalten. Ich trainiere mit meinen 46 Jahren teilweise zweimal am Tag. Morgen mache ich Liegestütze. Zwischen 50 bis 150 Liegestütze, das heißt 20 Liegestütze Pause, Zähne putzen, danach nochmal 20 Liegestütze, Sachen, die ich zum Ausgehen möchte, anziehen, Jacke oder Hose nochmal 20 Stück, Schuhe anziehen nochmal 20 Stück, Rückzug hat man schon 80 Liegestütze, das ist eine Trainingseinheit. Und abends nochmal entweder zum Ring, zum Kampfsport oder so, zum Fitness. Wie schafft man das mit 46 und trotz vieler Reisen, die ich mache in unsere Hilfsorganisation, wie schaffe ich das, dass der Körper das tragen kann? Unter anderem Ingwer. Ich kann den Namen immer wieder erzählen. Probiert das aus. Ihr werdet sehen, dass dieser Ingwer für euch sehr viel Gesundes bringt. Und Preis-Leistungs-Verhältnis. Manchmal zahlt man Hunderte von Euros für irgendwelche Therapien oder Urlaubskuren oder ähnliches, für Massagestudio oder Wellnessbad oder ähnliches, kostet nur ein paar Cent. Ich glaube, das kostet gerade mal 40, 50 Cent. Und dieser Ingwer reicht für mich für 2 bis 3 Tage aus. Es ist pure Medizin.
Also Sportler, Leistungssportler, wenn ihr Muskelkater habt, könnt ihr es damit ganz schnell regenerieren. Wenn ihr Verletzungen habt, Kampfsportler wissen, wovon ich rede, die haben öfter Verletzungen oder Fußballspieler. Mit Ingwer könnt ihr das sehr, sehr, sehr schnell wegbekommen. Es gibt euch Power und Energie. Aber erwartet nicht, dass ihr jetzt einen Tag Ingwer isst und ihr nächsten Tag wie Rambo seid. Nein, das braucht seine Zeit. Das muss ja in den ganzen Blutgefäßen, in den ganzen Zellen, muss rein, muss das reingehen. Das muss seine Wirkung, sage ich mal, ausstreuen. Das braucht ein bisschen Zeit. Probiert das vielleicht eine Kur von 3, 4, 5 Tage, 7 Tage aus. Dann bekommt ihr vielleicht die Wirkung, was gut ist. Ich kann für Ingwer setzen. Unter anderem habe ich das vorhin ausgedrückt. Ingwer hilft auch gegen Krebs. Guck mal, was Gott uns gegeben hat und was wir nicht sehen. Wir schließen unsere Augen und wollen nicht sehen, was wir da bekommen haben. Probiert das aus, lasst Medikamente beiseite. Natürlich, Ingwer allein sorgt nicht dazu, dass man gute Power und Energie hat. Man sollte auch auf andere Sachen darauf achten, wie gesund es zum Beispiel trinken, keine zuckerhaltigen Getränke oder ähnliches. Andere Vitamine zu sich nehmen wie Apfel, Banane, aber die heute ist von Ingwer. Ich kann immer wieder sagen, Ingwer, Ingwer, Ingwer. Also kurz gefasst, Vitamin C, Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium, Phosphor, Natrium und andere wichtige Sachen. Probiert das aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt ein Stück Ingwer essen und zwar roh. Und für Leute, die das nicht roh essen können, der ist nicht so scharf. Wenn es mal scharf sein sollte, empfehle ich parallel dazu noch einen Dattel zu essen oder ein Stück Apfel. Dann spürt ihr den Ingwer fast gar nicht. Dann kann man das so roh essen. Nochmal zum Schluss. Ausprobieren. Ist das definitiv vom Training so ein Stück, vielleicht mehr, vielleicht weniger, regelmäßig und ihr werdet echt Power bekommen. Probiert das aus.